Herzlich willkommen zum ersten Video des MOOC Digital unterstützt draußen lernen. Am Beginn wollen wir der Frage nachgehen: Was bringt es denn draußen zu lernen? Und welche Bedeutung spielt dabei die digitale Transformation in unserer Bildungswelt? Wie geht es Jugendlichen, wenn sie in die Natur gehen? Zuerst einmal sehen sie nichts. Aber wo ist wirklich ein Problem? Was bringt denn die Auseinandersetzung mit der Natur? Wieso sollte man Bäume unterscheiden, sich mit Vogelstimmen beschäftigen oder Insekten bestimmen? Wofür sind denn diese Erfahrungen gut? Wir brauchen Lebendiges um uns. Wir brauchen Anregungen, um nachzudenken, um etwas entdecken zu wollen. Auch die Möglichkeit, etwas gestalten zu können. Gelegenheit dafür bietet die Natur. Eine Gesellschaft braucht die Kunst, um human zu bleiben, und sie braucht die Natur, um lebendig zu bleiben. Wie aber können digitale Medien das Lernen draußen unterstützen? Digitale Medien sind Alltagsgegenstände, immer und überall mit dabei. Sie stellen uns eine unglaubliche Fülle an Informationen bereit, sind eine Bibliothek auf Knopfdruck. Sie können aber viel mehr. Sie erlauben ja nicht nur, auf Informationen zuzugreifen, sondern dank sogenannter künstlicher Intelligenz im Hintergrund ermöglichen sie es, gezielt Informationen zu verknüpfen oder zum Beispiel Pflanzen und Tiere damit zu bestimmen. Smartphones und Co. sind Werkzeuge, die sich laufend entwickeln und dessen Umgang aktiv gestaltet und erlernt werden muss. In diesem MOOC möchten wir vermitteln, wie Sie die positiven Eigenschaften von digitalen Tools in Ihr Lernsetting in der Natur einbauen können und wo auch die Grenzen einer Nutzung liegen. Somit wünsche ich Ihnen viel Spaß in Ihrem Lernprozess.